Hallo Welt, da sind wir wieder. Bestens gelaunt, weil wir es endlich geschafft haben, hier unsere Basis einmal ringsrum so zu bauen, dass die diebischen Ameisen schon mal nur noch einen Eingang haben. Ja, den Eingang da vorne haben wir noch nicht ganz dicht gemacht. Wir warten auch noch ein wenig damit. Nur frage ich mich, wie bauen wir hier weiter? Ich möchte ganz gerne weiter nach oben noch ein Stück, damit wir die Pommesschale hier auch noch irgendwie mit reinkriegen. Oh, kann man hier runterrutschen? Nein, aber runterlaufen. Die Pommesschale mit reinkriegen, ja. Also mit hier drunter, also wir wollen ein Dach darüber haben, oder? So groß muss das sein? Die Dose hat doch ein Dach. Eigentlich ist die Dose nichts anderes als ein Dach. Ringsrum, überall ist Dach. Ah, das will jetzt wohl überlegt sein. Unsere nächsten Schritte, vor allem unten. Das sollten wir uns gut überlegen, wie wir da weiterbauen. Denn ich möchte nicht nachher, dass wir uns irgendwas in den Weg stellen und den Weg zubauen. Hier nämlich zum Beispiel. Wir kommen ja nochmal gerne hier raus und laufen dann hier so rum. Und hier ist das Gras. Und wenn wir was hinbauen, dann wird hoffentlich das Gras da nicht mehr wachsen. Aber wie sieht das denn hiermit aus? Was können wir denn hier so hinbauen? Zum Beispiel, das wäre schon mal das Erste, was ich hier gerne hätte. Schon eine Treppe unten. Damit wir hier nicht immer raufspringen müssen. Also das mit der Treppe klappt schon mal nicht so gut. Das ginge hier. Und leider keine Treppe. Also wenn, dann werden wir hier raufspringen müssen. Ja, und hier bauen wir uns dann auch eine Stolperfalle hin. Das ist auch nicht so gut. Das heißt, von hier aus würde es gehen. Also wir könnten hier was hinbauen und da hinbauen. So zum Beispiel. Feeling refreshed. Na gut, dann müssten wir uns bücken hier immer am Eingang und es sieht nicht schön aus. Also das hier lieber nicht. Und ich mache das lieber so kaputt. Denn wenn wir das anders machen, dann besteht die Gefahr, dass wir hier alles abreißen. Aus Versehen. Alles, was da dran hängt, hatten wir ja schon mal.
Das ist fertig jetzt mit zweien. Ja, das ist fertig. Wir können hier rauf. Okay, da muss er nicht. Also, das muss nicht unbedingt sein. Das kann auch einfach so ein Weg sein, das reicht. Ja, wir gehen immer hier so um die Ecke. Also die Ecke hier müsste eigentlich frei bleiben. Das ist jetzt ein bisschen übel. Sonst nehmen wir halt einen größeren Weg. Ist das denn so schlimm? Wir gewöhnen uns doch bestimmt daran. Wenn man da nicht lang gehen kann, dann gehen wir halt hier immer lang. Also im wahren Leben wäre das durchaus schlimm. Sehr schlimm, ja. Wenn man zur Toilette will und auf einmal muss man durch zwei Räume mehr gehen. Das ist nicht so angenehm dann. Ja, aber anders geht's ja jetzt hier auch nicht, oder? Ja, das ist die Überlegung. Geht es denn anders, jetzt so wie wir gebaut haben? Scheinbar ginge das... Das ginge? Ja, dann haben wir hier unseren ganzen Krempel. Das war das Werkzeug.
Ja, oben kommen wir jetzt nicht dran, okay. Ach so, dann können wir gleich hier von so einem Stapel noch mitnehmen. Und am nächsten Tag sollten wir wieder Pusteblumen hier haben. Na, da müssen wir uns überlegen, ob wir da eine Treppe hinbauen nach unten. Na, siehst du, jetzt laufen wir ja auch schon freiwillig außen rum. Also, das hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Also das Ding hier vorne muss weg. Dann könnten wir ja außen, wir werden wahrscheinlich immer außen rumlaufen. Schade mit der Treppe, hä? Dass wir hier keine Treppe hinbekommen. Aber vielleicht bekommen wir ja wirklich noch sowas wie Seile oder so, damit man rauf springen kann. Eine Leiter, eine Seilleiter. All sowas wäre doch ganz nett. That tastes really good. Zum Glück verrottet das Zeug hier nicht. Oh, wir haben ja was zu essen hier. Aber wenn wir neben so einer riesen Wurst schlafen hier, dann riechen wir ja auch schon nach Hotdog mittlerweile.
Aber wir haben immer was zu essen. Das war eine ganz gute Wahl hier. Der Platz ist gut. Passt nichts mehr rein. I am sleepy. No joke. Nun. Wollen wir das so weiterbauen? Gut, da ist was nachgewachsen. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich bin einerseits schon irgendwie dafür, dass wir so weiterbauen. Auf der anderen Seite scheue ich mich ein wenig vor der Stolperkante, die wir dann da so fabrizieren damit. Da ist sie ja. Die macht das auch so schnell kaputt. Vorsicht, Spinne. Die hockt jetzt da. Wir müssen was gegen die Spinne unternehmen. Es geht ja gar nicht anders. Wir rennen nach da hinten, weil ich hoffe, dass wir da hinten Pfeile haben. Ameise ist wieder im Haus, ja. Da sind sie ja, unsere Pfeile. Ein paar Steine zur Not zum Werfen. Die Keule ist gut. Unser Gleiter, der geht auch noch. Moment, wo ist denn die Spinne jetzt? Ach, die war da ganz hinten. Die ist auch noch da. Also in der nächsten Folge werden wir versuchen, mit Pfeil und Bogen gegen die Spinne anzukommen. Ich kann mir schon vorstellen, wie das ausgeht. Wahrscheinlich werden wir es dann sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.